Was ist Heimat? Esslinger Sänger landet Internet-Hit. Aufstiegskampf. Groß-Asbach muss zum VfR Aalen reisen. Und das Wetter. Ab morgen ist die Tristesse vorbei. Es wird sonniger. Ja, und damit guten Abend und willkommen zum Journal hier bei Regio TV. Was ist für Sie Heimat? Ist es der Blick auf das Ortsschild, wo Sie aufgewachsen sind, Ihr Lieblingsgericht? Oder ist es das Gefühl, Ihre beste Freundin im Arm zu halten? Eine Frage, die sich Sänger Volkan Durmaz aus Esslingen gestellt und damit einen Internet-Hit gelandet hat. Heimat ist für mich ganz klar der Ort, an dem ich mich wohlfühle, wo ich meinen Lebensmittelpunkt habe. Menschen, die mich durch mein Leben lang begleitet haben. Wo du dich nicht erklären brauchst und wo du dich fallen lassen kannst. Diese Antwort fällt Volkan Durmaz aus Esslingen leicht. Er ist da zu Hause, wo sein Herz ist. Doch eine Frage kann der Musiker bis heute nicht beantworten. Wenn du mich fragst, bist du Türke oder Deutscher? Bist du einer von uns oder einer von denen? Dann kann ich dir keine Antwort geben. Denn diese Frage macht für mich keinen Sinn. Damit wird der gebürtige Esslinger oft konfrontiert. Um seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen, schrieb er vergangenes Jahr diesen Song, Kind dieser Erde. Die Botschaft dahinter, wir sind alle gleich, egal woher wir kommen oder geboren sind. Jeder sollte sich dort heimisch fühlen, wo er sich wohlfühlt. Damit spricht der 29-Jährige, wie er selbst sagt, vielen aus der Seele. Im Netz wurde der Song nach der Veröffentlichung Mitte Dezember ganze 6 Millionen Mal angesehen. Auch Landtagspräsidentin Muterem Aras hört sich an diesem Nachmittag das Lied an. Und das zum ersten Mal. Was sie wohl dazu sagt? Er bezeichnet sich ja als Kind dieser Welt und damit weltoffen. Das heißt, man kann überall sich zu Hause fühlen, wo das Herz ist, also wo man sich wohlfühlt. Und deshalb ist es auch entscheidend, dass man einfach offen auf die neue Gesellschaft zugeht und die neue Gesellschaft offen zu einem ist. Eine Botschaft, die Muterem Aras auch am selben Tag auf der Jahresauftaktveranstaltung der Caritas weitergibt. Die Arbeit des Hilfswerks steht in diesem Jahr unter dem Motto »Zusammen sind wir Heimat«. Eines ist Caritas-Direktor Oliver Merkelbach dabei besonders wichtig. Wir haben ja im Moment eine Situation, dass bestimmte Gruppierungen, rechtspopulistische Gruppierungen, diesen Heimatbegriff für sich beanspruchen. In einer Art und Weise, wie wir von der Caritas sagen, so verstehen wir nicht Heimat. Also für uns gehört zur Heimat Vielfalt. Heimat hat etwas mit Miteinander, sozialem Miteinander von Menschen zu tun. Diese Meinung teilt auch Sänger Volkan Durmaz, der sich im gemeinsamen Miteinander in der Gesellschaft vor allem eines wünscht. Dass man eher aufeinander zugeht, anstatt irgendwie Scheuklappen aufzusetzen und mit Vorurteilen immer mit dem Kopf durch die Wand zu rennen. Letzten Endes nur drei Haltungen zu einem Thema, bei dem die Meinungen auch oft auseinandergehen und in Zeiten vieler Zuwanderer und einer immer bunter werdenden Gesellschaft viel diskutiert wird. Dabei sind wir am Ende doch alle gleich, denn wir sind Kinder dieser Erde und dazu Haus, wo das Herz ist. Sind alle Kinder dieser Erde. Wir landen, wo das Leben uns hinträgt wie ein Blatt im Wind. Im Rechtsstreit zwischen einem Fan und der Schlagersängerin Andrea Berg hat das Landgericht Stuttgart nun einen Vergleich von rund 1.000 Euro vorgeschlagen. Der 53-Jährige war bei einem Konzert von Andrea Berg im Juli 2014 in Groß-Asbach im Rems-Murr-Kreis am Auge verletzt worden, angeblich durch heiße Asche der Pyroshow. Das Amtsgericht Backnang hatte ihm 2.000 Euro Schmerzensgeld zugesprochen, doch da dagegen hatte das Management von Berg Berufung eingelegt. Der Fan hat nun zwei Wochen Zeit, das Vergleichsangebot anzunehmen. Ein Andrea Berg-Fan ist er übrigens immer noch. Von der Leyen zu Besuch. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat gemeinsam mit Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel das Landeskommando in Stuttgart besucht. Anlass war eine gemeinsame Antiterrorübung von Bundeswehr und Polizei. Darin wurde ein Angriff auf die Trinkwasserversorgung in Stuttgart simuliert. Ähnliche Übungen fanden in dieser Woche in 5 anderen Bundesländern statt. Das Grundgesetz erlaubt den Einsatz der Bundeswehr im Inneren nur in Ausnahmefällen. Schüler demonstrieren für mehr Geld. Tausende Schüler von Privatschulen haben sich heute Mittag am Stuttgarter Schlossplatz versammelt. Gemeinsam mit Lehrern und Eltern forderten sie vom Land eine höhere Grundfinanzierung für ihre Schulen. Kultusministerin Susanne Eisenmann hatte dazu bereits Zusagen gegeben. Die sollen nach dem Willen der Demonstranten jetzt auch gesetzlich festgeschrieben werden.
Ob es soweit kommt, ist allerdings noch fraglich. Unfall auf Standstreifen. Keine Verletzten, aber einen Sachschaden von etwa 300.000 Euro hat ein Unfall auf der A81 bei Pleidelsheim im Kreis Ludwigsburg gefordert. Ein Lkw-Fahrer war laut Polizei in der Nacht wegen überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern geraten und auf einen am Standstreifen stehenden Tieflader aufgefahren. Durch den Aufprall stellte sich der Lkw quer über alle drei Fahrspuren. Feuerwehr und Polizei mussten die Autobahn zur Bergung eine Stunde lang sperren. Kurze Pause, dann sind wir mit dem Dorfclub zurück. Aktuell läuft es bei der SG Sonnenhof Groß-Asbach in der dritten Liga richtig gut. Und das wollen die Jungs von Oliver Zabel auch beim Auswärtsspiel in Aalen beweisen. Mehr aus Asbach gleich hier im Journal. Regio TV. Herzlich willkommen zurück beim Journal. Die SG Sonnenhof Groß-Asbach hat sich längst in der dritten Liga etabliert. Der Begriff Dorfclub ist mittlerweile sogar schon Kult und eine eingetragene Marke. Aktuell läuft es im Rems-Murr-Kreis sogar so gut, dass selbst die zweite Liga keine Utopie mehr ist. Die dritte Liga ist so verrückt wie das Aprilwetter in den letzten Tagen. Es ist einfach alles möglich. Nach Regen kommt Sonne, nach Abstiegs kommt Aufstiegskampf. So hat es die SG Sonnenhof Groß-Asbach nach zuletzt zwei gewonnenen Spielen in Halle und gegen den FSV Frankfurt auf den 5. Tabellenplatz gespült. Rückstand auf Rang 2, gerade einmal 2 Punkte. Die SG Sonnenhof Groß-Asbach ist mitten im Aufstiegsrennen. Die SG Sonnenhof Groß-Asbach ist vor allen Dingen relativ weit weg zunächst einmal von den Abstiegsplätzen und mittendrin in den Kämpfen oder im Kampf um die Aufstiegsplätze, da sind andere Teams und nicht wir. Ihr seid mitten im Aufstiegsrennen, oder? Nee, das will ich nicht sagen. Wir wollen jetzt erstmal gucken, dass wir die 45-Punkte-Marke erreichen und was danach kommt, ist alles Bonus. Von Aufstiegskampf also doch noch keine Spur in Groß-Asbach. Dabei hat sich die Mannschaft in den letzten Wochen als eingeschworener Haufen präsentiert. Am vorletzten Spieltag gewann man mit dem letzten Aufgebot in Halle. Selbst Co-Trainer Martin Simander musste reaktiviert werden. Das schweißt zusammen. Wir waren vorher auch schon ziemlich eng beieinander, aber das Spiel war schon auch ein ganz besonderer Moment in der bisherigen Historie unserer Zusammenarbeit. Hat vieles zusammengepasst und hat den Jungs vor allen Dingen extrem viel Selbstvertrauen gegeben. Am Samstag geht es jetzt mit dem Derby beim VfR Aalen weiter. Neben 65 Kilometer trennen die beiden auch nur 2 Punkte und 4 Tabellenplätze. Die Insolvenz der Aalener könnte für das gefestigte Asbach natürlich ein Vorteil sein. Generell beeinflusst sicherlich die Situation dieses Derby ein bisschen. Trotzdem ist es für uns ein normales Drittligaspiel, zumindest unter den Voraussetzungen, was man normal bezeichnen kann. Wir werden das Spiel genauso angehen wie jedes andere auch und das wird Aalen sicherlich genauso tun. Ja gut, ein Derby ist immer schwer zu spielen, aber ein Derby macht natürlich auch viel Spaß und ja, das ist wie jedes andere Spiel. Hoffen, dass wir gewinnen und dann schauen wir mal weiter. Ein Sieg auf der Alp und der Aufstiegskampf nimmt weiter an Fahrt auf, auch wenn das rund ums Fautenhau keiner hören möchte. Ja, und das war das Journal für heute. Hier übernimmt jetzt Anna Gröbel und bringt sie auf den neuesten Stand in Sachen Wetter in der Region. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Bis dahin, Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss, auf Wiedersehen. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Das war wirklich ein ganz schön nasser und verregneter Donnerstag. Vor allem im Schwarzwald kam einiges an Regen runter. Zusätzlich setzte da auch noch Tauwetter ein. Doch nun ist das Regenwetter überstanden. Hochdruckgebiet Johanna kommt pünktlich zum Wochenende zu uns. Jetzt am Freitag liegen wir allerdings noch auf der Vorderseite und damit auf der kalten Seite des Hochdruckgebiets. Am Samstag, da wandert das Hochdruckgebiet aber weiter nach Osten und wir kommen dann in diesen Bereich, sprich auf die warme Seite des Hochdruckgebiets. Dann wird es dann auch wirklich wieder etwas frühlingshaft. Wirklich trocken wird es jetzt aber schon am Freitag. Die dichten Wolken der letzten Tiefausläufer, die ziehen nach Osten ab und es zeigt sich häufiger die Sonne, vor allem
bei uns im Südwesten Deutschlands wird es recht freundlich. Nur zum Start in den Freitag, da halten sich noch ein paar Wolken in Baden-Württemberg, vor allem von Odenwald bis zur Ostalb. Da ist es anfangs noch bewölkt, aber schon trocken und im Laufe des Tages, da kommt dann immer besser die Sonne raus. Und die freundlichste Ecke, die wird am Freitag voraussichtlich hier im Südwesten sein. Vor allem Richtung Hochrhein, Hegau, da zeigt sich die Sonne, teilweise sogar dann bei wolkenlosem Himmel. Die Temperaturen, sie erreichen 9 bis 14 Grad. Es wird also jetzt nicht wirklich wärmer als am Donnerstag, aber gefühlt ist es wirklich deutlich angenehmer. Bei uns in der Region steigen die Temperaturen bis zum Nachmittag auf 9, 10, vielleicht auch mal bis auf 11 Grad. Anfangs gibt es noch einige Wolkenfelder. Da kann es stellenweise auch mal längere Zeit bewölkt sein. Der Regenschirm kann jetzt aber wieder zu Hause bleiben und bis zum Nachmittag setzt sich dann immer besser die Sonne durch. Auch am Wochenende gibt es einen relativ netten Mix aus Sonnenschein und ein paar Wolkenfeldern. Vor allem am Sonntag sind generell ein bisschen mehr Wolken unterwegs. Die Temperaturen steigen aber noch ein bisschen an. Wir kommen ja auf die warme Seite des Hochdruckgebiets und es gibt dann frühlingshafte Werte von 13 oder sogar 14 Grad. In der neuen Woche gehen die Temperaturen voraussichtlich etwas zurück. Richtiges Winterwetter ist aber nicht mehr zu sehen. Die Höchstwerte, die liegen dann bei rund 10 Grad und in der Nacht, da wird es noch relativ frisch. Da gibt es weiterhin Tiefstwerte um 0 Grad oder nur knapp darüber. Wie das Wetter wird, das ist allerdings noch sehr schwer vorherzusagen. Voraussichtlich bleibt es aber in der neuen Woche die größte Zeit trocken und es gibt Sonnenschein, aber auch einige teils kompakte Wolkenfelder. Regio TV